Also, ich heiße Elisabeth Reich, ich bin 20 Jahre alt, ich wohne in Alt-Treptow in Berlin, komme aber gebürtig aus Baden-Württemberg und ich mache bei Spitzke mein duales Studium BWL mit der Fachrichtung Industrie. Da ist der Praxisteil an der HWR Lichtenberg, Hochschule für Wirtschaft und Recht und dann bin ich immer wieder bei Spitzke. Genau, ich bin jetzt im dritten Semester und gerade in der Praxisphase. Also man braucht auf jeden Fall eine Fachhochschulreife. Ein Mindestalter gibt es, glaube ich, nicht, aber man ist ja schon so 17, 18, wenn man dann seine Fachhochschulreife erreicht hat. Man sollte auf jeden Fall Spaß und Freude an Neuem mitbringen, weil man immer wieder in neue Abteilungen kommt und so viel Neues kennenlernt. Auf jeden Fall, man sollte etwas stressresistent sein, da durch das Studium und das Arbeiten gleichzeitig viele Sachen aufeinander folgen, schnell, aber das macht es auch spannend und interessant, das Ganze. Ich studiere ja BWL, also lerne ich in der Hochschule die ganzen betrieblichen Grundlagen. Das ist sehr, sehr vielfältig. Da haben wir Fächer über Kosten- und Leistungsrechnung bis Projektmanagement und Wirtschaftsrecht. Also man lernt eigentlich wirklich alles, was man so in einem Unternehmen später brauchen kann. Und im Unternehmen werde ich dann jeweils in der Abteilung genauer eingearbeitet für 3 Monate, da der Praxistheoriewechsel immer 3 Monate beträgt. Und da darf man auch selber mitreden, welche Abteilung man spannend findet. Ich bin im Moment zum Beispiel gerade in der Digitalisierung und lerne da vieles über Projektmanagement, da so die Digitalisierung in Projekten stattfindet und auch vieles an sich einfach über die Digitalisierung von Prozessen und was gerade im Unternehmen so geschieht. Ich hatte Wirtschaft im Abi und fand das Ganze sehr interessant. Außerdem mag ich gerne Zahlen und Organisatorisches und ich wollte das auf jeden Fall dual machen, damit ich auch diese Praxiserfahrung bekomme und auch in einem Unternehmen schon teilhaben kann an dem ganzen Geschehen und da alle nicht nur in der Theorie lerne, sondern das auch anwenden kann, was ich lerne. Das Studium bei Spitzke macht besonders, finde ich, das Feld, in dem Spitzke arbeitet, der Gleisbau. Ich habe mich davor auch sehr wenig damit beschäftigt, aber es ist ein super spannendes Thema. Es macht super viel Spaß, auch mal raus auf die Baustellen zu gehen und sich das Ganze anzugucken. Außerdem kümmern sich die Leute hier super gut um einen. Man kann immer mit Fragen zu jedermann gehen und man bekommt auch wirklich viel Hilfe, gerade bei den Hausarbeiten. Und es ist einfach eine junge, dynamische Firma. Man kann viel bewirken, wenn man möchte. Wenn ich mein Studium beendet habe, möchte ich gerne bei Spitzke weiterarbeiten und einen berufsbegleitenden Master machen in einem Feld, das mir Spaß macht. Bei Spitzke sollte man offen sein auf jeden Fall und sich trauen, auf die Leute zuzugehen, da sie dann wirklich sehr freundlich sind und einem gerne helfen. Und man kann sich auch gerne trauen, ein bisschen Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu arbeiten, denn dann bekommt man auch ganz coole Projekte zugeteilt und darf da wirklich auch frei dran arbeiten.